Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Als Burg gehe ich rein. Welcome to Nova. Sakura Blume ist da. Das gefällt mir schon mal gut. Die können wir rausnehmen, weil zu wenig fliegende Einheiten da sind. Wir könnten ihn auf jeden Fall noch mitnehmen. Dann sind wir erstmal gut gewappnet. Ich habe ordentlich viel Stichschaden. Die Regel können wir auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, es sieht erstmal ganz gut aus. Wir haben Vampir. Das ist sehr gut für ihn und für ihn. Wir nehmen das so. Machen natürlich wieder den Sakura-Blumen-Start. Weil ich einfach den magischen Schaden auch brauche. Machen wir eine Schnecke rein. Und dann geht das los. Ein Albtraum am Start. Ja, bin leider immer noch ein bisschen krank. Aber es macht nichts. Geht ja trotzdem weiter. Und ein bisschen weiter aufsteigen am besten. Das wäre nicht verkehrt. Okay, der Altbrecher und drüben war dann auch ein Albtraum. Beide Champion. Beide sind Champions. Aktuell ist dieser Sakura-Blume dann meine einzige Schadensquelle, was magische Schaden angeht. Das wird später noch mal rollen. Aber es ist erstmal nicht verkehrt. Maske. Einbrecher und Maske. Wurde er durchgelassen. Da hat er zu wenig gebaut. Stecke mit rein. Das könnten wir. Mit ihm hier an sich starten. Das wäre nicht verkehrt. Ich könnte hier noch so einen Setzling hinsetzen. Theoretisch. Um den dann später noch aufzuwerten. Aber ich lasse es erstmal so. Die teilen sich den Schaden gut ein. Und dann reicht das. Jetzt können wir auch einen Marokko bauen. Das gerade so geschafft, der andere hat durchgelassen in der Brut. Ja, minus. So, das heißt, wir können tatsächlich noch einen Worker pushen, wenn wir gierig sind. Wenn die jetzt tatsächlich mehr auf Locker gegangen sind und jetzt verchicken, dann sieht das nicht so gut aus, aber wir werden sehen. 20er gekriegt. Der Turtle. Die sollte ich theoretisch noch wegkriegen. Hat abgewehrt. Ja, klingt nach einem guten Plan. Har har. 190. Na, ich werde hier einen Archer hinstellen.
Der wird uns erstmal mit der nächsten Runden bringen. Ich hätte ihn jetzt schon durchdrücken können. Wahrscheinlich. Gut, hau ich mit rein. Ist ganz gut, um durchzukommen. Gerade um den Einbrecher zu brechen. Sollte passen. Echse kriege ich wohl nicht mehr raus. Aber eine Schnecke wird doch reinkommen. Hat ordentlich geschickt. Das könnte knapp werden für mich. Ah, komm schon. Ja, mit Mini-Leben überlebt. Oh, der lebt aber auch noch. Hat 60 plus. Ja, es kann sein, dass meine Blume jetzt down geht. Nachdem, wie es gefokust wird. Ja, perfekt. Sehr gut. Yes, my lord. Da haben wir auf jeden Fall gut gehalten. Ich werde mal ein bisschen King auf, gerade um noch ein bisschen mehr Einkommen zu kriegen. Das wichtig ist. Ah, oh, sehr gut, die Blume überlebt. So will ich das sehen. Pack mal einen Sarg mit dazu. Der ist jetzt nicht die geilste Einheit. Gerade wenn man sowieso einen Split baut. Aber der Arkan, die Arkan-Verteidigung macht es für mich aus, dass ich hier den mitnehme. Sehr gut abgewehrt, die Blume lebt noch. So will ich das sehen. Finale Form. Ja, weiß ich nicht. Soll ich einen Eidbrecher reinpacken? Eine Brut für den Eidbrecher. Hört den erstmal auf. Let's go, boys. Na komm, ich hol den Walker. Ich will nicht so ein Setzling noch hinsetzen. Das finde ich Quark. Sammeln immer noch, holy shit. Ja. Ich werde auf 10 Fett schicken. Na, der ballert die weg. Ich bin gut durchgekommen. Aber der Eidbrecher, der, wenn der ausrastet, kriegt der Mega Attack Speed. Der hielt sich übelst. Warum? Baum des Lebens? Ach du Kacke.
Den kann man perfekt aufwerten. Machen den King hoch. Hier könnte ich verkacken. Ich liege noch zurück. Ich meine, ich habe den Elite, den Dreifachbogenschützen für den Boss. Aber so was Frontline angeht, denke ich noch ein bisschen schlecht. Sieht noch ein bisschen schlecht aus. Immer noch nicht, Junge. Okay, dann machen wir einen Roll. Geh auf Mana Rösser. Sag raus Millennium rein. Ich weiß gar nicht, was wir schicken sollen, ey. Einfach was rein fürs Einkommen, damit wir das überleben. Wir machen das so. Mana raus rein. Upgrade. Packen hier noch ein Mana raus hin. Und mehr können wir nicht machen. Können die wenigstens schneller ihre Hunde holen. Das ist nicht verkehrt. Und magischer Schaden hier, magischer Schaden da. Könnte klar gehen, je nachdem, was sie jetzt schicken. 400er Belagungsmaschine, shit. Und eine Brut. Ja, die Blume wird down gehen. Das hatte ich nicht halten können. Viel zu stark. Stichler gekriegt, holy shit. Okay, wir haben unseren King maximal aufgewertet, aber der kriegt trotzdem ganz schön was ab. Sehr ungünstig. So, den King aufwerten nochmal, um damit er Leben regeneriert. Dann lass mich mal schauen. Er hat viel Stich. Er hat wirklich viel Stich. Und ein bisschen Aufprall. Magischen Schaden gar nicht. Wenn nur 15 gehen, wäre das gut. Für mich. Und für ihn auch. Er hat viel natürliche Verteidigung. Sollte noch 15 gehen. Da könnten wir was reißen. Hat aber extra mehr. So, packen wir die mit dazu. Dann kann ich hier noch ein Piratenskelett bauen. Das klingt sehr gut. Und dann kann ich hier vorne noch den Millennium dann hinstellen. Das Bild sieht auch nicht so gut aus. Muss da mal ein bisschen was reinpacken. Okay, 260 haben sie jetzt schon geschickt. Könnte ich halt, ich habe Overbuild. Aber ich gucke lieber erstmal nochmal. Nicht, dass wir es hier übertreiben. Immer noch ein Berserker, der angreift. Jetzt ist er weg. Dreifachbogenschütze und Sakura-Blume greifen noch an. Haben wir geblockt. Sehr gut. Können wir uns locker leisten.
Ah, das konnte ich nicht blocken. Pass auf, stell ihn lieber mal so hin. Ich möchte, dass der so gut wie möglich abgesichert ist. Mit Voreis könnte ich gehen. Mit dem Stichler könnte ich gehen. Weil der hält sich ganz gut hoch. Ich glaube, den Stichler und Frontline wären nicht verkehrt. Außer wir kriegen ihn nicht zusammen. Gucken wir mal. Mein Dinos sind auf jeden Fall strong. Holy shit. Muss man was bauen? Weil Magischer-Schaden hat er ja nicht. Das sind Dinos wirklich gut. Alles gut, es hat noch ein bisschen rausgezögert, dass wir hier noch mehr Frontline reinpacken können. Dinos sind ja hier bei mir unglaublich wichtig. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen in den Split mit reingehen mit Mana-Rössern. Hier ist schon gut ausgestattet. Ich kriege auf jeden Fall noch einen dritten Dino rein. Und dann machen wir einfach auch die Schnecke rein. Weil es nichts, was so das Mana aufbauen würde. Das geht klar. Von Einkommen sind. Ja, der ist schon weg. Explosion Baum. War leider ein bisschen nah dran. Schad, schad, schad. Auf jeden Fall kommt der Dicke durch mit dem Stichler. Zack. Das auch durch. Ja, ich block das. Ja. Komplett abwehren kann ich leider nicht. Oh shit. Wir haben noch ein bisschen mehr. Das ist so unser Vorteil. Mal den ein bisschen aufwerten. Machen wir hier noch einen davon hin. Lass mich überlegen. 18. Wäre gut. Weil die weiterhin keinen magischen Schaden haben. Ja, der hat den einzigen magischen Schaden sind die Schattentänzer, wenn die die Klone holen. Ich muss hier alles reißen. Ah, der hat jetzt eine Seeschlange drin, die ist gut. Es wird ein enges Rennen, auf jeden Fall. Ich werde den Millennium auf 100%ig. Wir noch einen Elite Archer platzieren. Das Geld spare ich. Not enough gold. Nee. Müssen wir gucken, wenn die. Ah, ist halt schwierig. Wenn die Wave schicken, könnte ich halten. Dann könnte ich halten.
Aber mein Kollege wahrscheinlich nicht und dann sieht das schlecht aus. Und nächste Runde könnten sie schon mega fett gesammelt haben. Oh, es wird eng. Schaffe ich nicht. Schaffst du es? Nee. Kacke. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, es wird nichts. Scheiße. Ja, aber es hat einfach nicht funktioniert so. Der lag ziemlich weit zurück, mein Teamkollege. Ach du Kacke. Ja gut, es war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Zum Beispiel das hier, da bin ich gerade Experte geworden. Ja, jetzt bin ich wieder runter, aber kriegen wir schon wieder hin. Bis dahin, entspannten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.